Ich muss noch daran 2015 erinnern, da sind wir schon mal durch Gera gezogen mit einer Pegida und waren 1500 an einem Tag, 2500 und einmal mit einer Rekordzahl von 4000. Und da sind wir durch das sogenannte kleine Aleppo gelaufen, so heißt es heute. Wenn ihr euch zurückerinnert, wie dieser Stadtteil zu dieser Zeit aussah und vergleicht es mit heute, kann einem nur schlecht werden. Es ist traurig, was derzeit in Gera passiert. Letzte Woche gab es die 2 Vergewaltigungen und ich habe mich gestern zu einer Videobotschaft hinreißen lassen, weil ich mich gewundert habe, warum nichts passiert. Warum kein Aufschrei der Eltern? Warum kein Aufschrei der Freunde, der Verwandten? Und da habe ich diese Videobotschaft gemacht. Daraufhin haben sich viele bei mir gemeldet, die selber betroffen sind, denen Ähnliches passiert ist. Und das Rätsel ist Lösung, warum nichts passiert ist oder keinen Aufschrei kam. Das waren tschechische Austauschschülerinnen, die in der Enzianstraße in einem Schüleraustausch sich befinden, in der SBBS Wirtschaftsschule. Und die sind am Montag nach Hause geholt worden von den tschechischen Behörden, von der Schule und ihren Eltern. Es muss auch in der tschechischen Zeitung was drin gestanden haben, am Donnerstag, glaube ich. Ich gucke, dass ich den Artikel bekomme. Das ist kein gutes Zeichen für Gera. Und ich muss sagen, nichts passiert. Wäre das zu meiner Zeit passiert, wo ich 18, 19 gewesen wäre, wären die Freunde, die Verwandten, wir wären alle auf die Straße. Wir hätten geguckt, dass sowas nicht wieder passiert. Dieses Wochenende gab es ähnliche Vorfälle. Schon wieder am Bahnhof vor dem Club Dresch wurden auch junge Mädels angegriffen, angefingert. Zum Glück ist nichts passiert. Wenn man guckt, was in letzter Zeit in Gera passiert ist, eine junge Familie am hellsten Tag vor den Arkaden überfallen, 19 Uhr, die Täter, naja, Migrationshintergrund. Gestern in Greiz wegen Zigaretten eine Bande Migranten Leute überfallen. Wo ich sage, wo sind wir hier gelandet? Jeden Tag steht irgendwo in der Zeitung was drin, man versucht, die Täter schön zu umschreiben, damit man die Namen nicht nennen muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, unser Bürgermeister hat dann nichts anderes zu tun, als nochmal 1500 Flüchtlinge nach Gera zu holen in den Startwochen. Ich habe mir gewünscht, dass es nur Gerüchte sind, aber es sind keine Gerüchte. Es ist mittlerweile von einigen Stellen auch bestätigt worden, dass es einige Orte in Gera, so wie es aussieht, doch das alte Wismut-Krankenhaus wieder, die JVA Gera und die Roschitzer Porzellanfabrik, die alte, die 3 Örtlichkeiten sind, die geflutet werden sollen. Wo ich sage, das Maß ist voll. Und unser Oberbürgermeister ist gestern angesprochen worden beim Fußballspiel von jemandem von uns, ob das denn stimmt. Und da hat er versucht, ein wenig zu drucksen und hat es aber dann eingeräumt. Es stimmt. Er ist dagegen und kann nichts machen. Er versucht alles, was in seiner Macht steht, dagegen zu tun. Aber es ist eine Entscheidung vom Land. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, er hat keine Möglichkeiten. Das ist das, was er uns bei Corona hat versucht zu erzählen, dass er nichts machen kann. Auch das ist eine Lüge. Denn er ist der Souverän der Stadt, unserer Stadtoberhaupt. Er könnte was tun. Er könnte eine Bürgerversammlung, Einwohnerversammlung einberufen, bei der abgestimmt wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass mehr als die Hälfte der Gera Bürger so blind sind und das noch wollen. Geht heute in die Arkaden, geht durch den Knochenpark, lauft über den Platz und guckt euch die Zustände an. Die offiziellen Zahlen sind 3600 seit 2015. 13.600. Wenn man sich die Zahl überlegt, 13.600. Das ist eine Katastrophe, davon sind mindestens 10.000 arbeitslos, die Bürgergeld kassieren und unsere Rentner sammeln Flaschen. Pfui Teufel! Zu diesen 13.600 kommen aber nochmal 5.000, die nicht registriert sind, 5.000 Illegale quasi. Da sind wir bei 18.600. Und jetzt nochmal 1/5 dazu haben wir 20.000. Wenn wir überlegen, wie groß Gera ist, sprechen wir dann von 20%. Und das will doch niemand hier. Wären das Leute, die sich integrieren, die arbeiten wollen und und, dann wären das in Ordnung. Aber hier kommen Leute her, die das nicht wollen. Sie wollen von unseren Geldern sich messen. Sie wollen hier nicht arbeiten. Man merkt es, davon will auch keiner Deutsch lernen, die wenigsten können. Und das muss man auch differenzieren. Die müssen wir auch so behandeln. Man kann sie nicht alle über einen Kamm scheren. Aber leider habe ich mittlerweile auch Freunde in den Reihen, die sagen, es ist ganz, ganz schlimm. Von 10 ist es einer, der das will. Warum auch?
ihr schenkt uns ja alles. Und das ist das, wo wir wirklich anfangen müssen, dort einen Riegel vorzuschieben, weil sonst ist Gera verloren. Und wir müssen auch hoffen, dass die Polizei gute Arbeit leistet. Weil ich habe zum Beispiel eine Nachricht von einer Deutschlehrerin bekommen, was machen 17- und 18-jährige Mädels um diese Uhrzeit noch da draußen, sind doch selber schuld. Also wenn man schon versucht, so die Tat zu verschönigen und die Schuld noch bei den Mädels zu suchen, die haben bestimmt nicht gefragt, wie alt sie sind und haben bestimmt nicht auf die Uhr geguckt. Das hätte nachts auch um 2 passieren können und die hätten 23 sein sollen oder sein können. Schlimm ist, dass das in Gera überhaupt passiert, dass man seine Kinder nicht mehr rauslassen kann, seine Frauen nicht mehr rauslassen kann. Und das wollen wir nicht. Und ich kann nur jedem raten, dem das auch nicht schmeckt, dem das nicht gefällt, schließt euch Montag an, geht mit auf die Straße, zeigt diesem System und auch diesem Bürgermeister, dass wir das nicht wollen, weil wir wollen, dass unsere Stadt sicher bleibt, unser Zuhause sicher bleibt. Weil er selber hat doch auch immer Angst um seine private Straße, seine private Adresse. Wenn er dazu nicht öffentlich Stellung bekennt, werde ich ab 1.12. die Demo-Route offiziell ändern. Wir haben offizielle Straßen, dann geht es jedes Mal durch die neue Straße an sein Haus vorbei. Und wenn ich das offiziell anmelde, kann uns das niemand verbieten. Das ist eine Straße, die uns allen gehört. Und dann soll er sehen, was wir für Angst haben. Das Einzigste ist, wir benehmen uns, wir sind schon mal dort vorbeigelaufen, dass nichts passiert. Das, was er draus gemacht hat, war eine riesige Lügenkampagne. Deshalb, lieber Julian Vonnerab, bitte beziehen Sie Stellung zu diesem Thema mit dieser neuen Asylantenflut. Entweder eine Bürgersprechstunde für alle. Ich lade Sie auch ein, montags mal hierher zu kommen und hier zu sprechen. Das wird die Größe zeigen. Mittlerweile stehen hier wieder viele, es werden wieder mehr. Die Probleme werden nämlich nicht weniger. Wollen Sie dafür verantwortlich sein? Nein! Ich danke euch allen, dass ihr heute da wart. Ich würde dem Wolfgang Lauerwald noch kurz das Mikrofon geben. Er würde noch 2 Minuten gern was sagen wollen. Vielen lieben Dank, Gera. Vielen lieben Dank, Miteinander statt Gera. Danke, liebe Gäste. Liebe Spaziergänger, liebe Patrioten, ich möchte heute einige Worte mal ergreifen, weil ich einiges richtigstellen möchte. Die Zustände in der Stadt und im Land werden immer schlimmer. Und die, die die Wahrheit sagen, die dagegen aufbegehren, die diese Zustände nicht haben wollen, die werden umso ärger bekämpft. Mir ist es jetzt persönlich so gegangen, vor 14 Tagen hat mich Peter Schmidt hier bei einer Demo beim Montagsspaziergang angesprochen und hat gesagt, Wolfgang, stimmt das, dass die Evi, also die Evelyn Kropp, meine Stellvertreterin im Stadtvorstand, dass die Evi und du aus der AfD ausgetreten seid? Ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich sagte, natürlich nicht. Wie kommst du darauf? Ja, das wird hier rum erzählt. Eine Woche später wurde erzählt, ich würde mein Wahlkreisbüro schließen. In meinen Augen ist das eine Zersetzung, die da stattfindet, um meine Person und meine Funktion als Sprecher vom Stadtverband zu diskreditieren. In meinen Augen sind das Stasi-Methoden. Ich weiß nicht, aus welcher Ecke das kommt, wer da ein Interesse dran hat, die AfD so zu bedrängen und solche Gerüchte in die Welt zu setzen. Ich war natürlich jetzt in Schüsselbach zum Landesparteitag, bin auch auf die Landesliste gewählt worden und ich möchte nächstes Jahr auch wieder hier auf dem Listenplatz oder beziehungsweise als Direktkandidatin Gera kandidieren, wie ich es letztens schon gemacht habe vor 4 Jahren, als ich das Direktmandat holen konnte. Und darum bitte ich auch gleich bei dieser Gelegenheit um Unterstützung von euch. Ich bin mir sicher, dass das passiert, aber ich wollte es nur noch mal sagen. Und als Grund vermute ich eventuell meine Treue zum Montagsspaziergang, zu den Patrioten, zu euch, dass das manch einem in der AfD vielleicht auch nicht gefällt oder jemand anderen nicht gefällt. Und ich wiederhole nochmal, was der Björn Höcke am 6. November in Dresden zu Pegida gesagt hat. Er hat gesagt, wir gehören mit der Straße Schulter an Schulter zusammen. Und das ist ganz wichtig, dass wir mit unserem Vorfeld, mit unserer Bewegung eng kooperieren. Und wir dürfen uns nicht spalten lassen. Das habe ich auch in meiner Rede in Pfiffelbach zum Parteitag gesagt.
Und ich bleibe natürlich weiter so standhaft und konsequent. Und ihr könnt davon ausgehen, dass ich natürlich nicht aus der AfD irgendwann austreten werde. Die fremdgesteuerten Scheinoppositionellen müssen aus der AfD raus, aber nicht wir als Patrioten. Schönen Abend. Ganz kurz noch zum Abschluss. Viele denken immer, das bringt alles nichts und halten viele Sachen für unmöglich. Schaut zu den Freien Sachsen. Die Freien Sachsen haben mittlerweile 4 Standorte von neuen Heimen verhindert. Da haben die Vermieter irgendwann die Mietverträge zurückgezogen, die Verträge mit dem Land gekündigt und haben gesagt, dass die Sicherheit der Bevölkerung wichtiger ist als Geld. Und das sollte uns, oder sich dieses Stadtoberhaupt hier auch auf die Fahne schreiben. Weil diese neue Bevölkerung, dieser Bevölkerungsaustausch, der bringt kein Geld, der kostet Geld und bringt verdammt viel Kriminalität hier in die Stadt. Und wenn jeder von euch mal ehrlich ist, wer geht noch gerne in die Arkaden? Wem gefällt das dort? Es ist doch nicht mehr schön. Abends 20 Uhr ins Kaufland, man ist mit 200 Leuten drin, davon noch 20 Deutsche. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Gera Polizei diese Zustände gefallen. Deshalb in eurer Freizeit schließt euch montags hier an und setzt ein Zeichen her. So, jetzt geht's weiter. Danke, Gera! Danke, Christian!